Also mein Name ist Michael Kopp, ich bin hier im Vorstand der Freibad Uetze Genossenschaft, die seit 2011 das Freibad hier in Uetze genossenschaftlich betreibt und von der Gemeinde Uetze übernommen hat. Das Problem ist, dass wir schon vor 2011 nur eine Sondergenehmigung bekommen haben, dieses Bad zu betreiben. Das heißt, wir mussten uns verpflichten, dieses Bad umzubauen. Aus technischen Gründen, wir hatten keinen Überlauf in dem Nichtschwimmerbereich. Das heißt, es musste ein Überlaufbehälter angelegt werden. Und in dem Rahmen war klar, dass die Investitionen so hoch sind, dass wir das auf jeden Fall ein paar Jahre schieben müssen, um genug Geld zu sammeln. Und da kam dann diese LIDA-Region zum Tragen. Henigsen hatte das ja vor uns schon ein Jahr vor uns durchexerziert. Und dadurch haben wir dann auch versucht, Geld zu bekommen. Haben zwei Projekte rausgenommen, einmal dieses Kinderplanschbecken und eine Breitwellenrutsche, um die fördern zu lassen. Das war unser altes Nichtschwimmerbecken hier, in dem rechten Bereich. Das sieht man schon, hatte die Form einer Hose. Sag ich mal, das, wo man vorne diese Zunge sieht, da ist die Rutsche gewesen. Das ist jetzt ein Teilprojekt aus der Förderung, unser Babyplanschbecken. Ist im Vorhinein nicht angeschlossen gewesen an den Kreislauf. Das heißt, als wir noch das Bad konventionell betrieben haben, ist das Wasser jeden Tag abgelassen worden und in die Kanalisation geleitet worden als Abwasser. Und nächsten Morgen wieder neu. Um das natürlich, da wir jetzt ja ein Naturbad haben, ist natürlich auch unser Interesse, so viel wie möglich auch natürlich zu arbeiten, das heißt, dieses Wasser auch wieder in den Kreislauf zurückzuführen über unseren Herzstück, unser Herzstück, die Geomatrix-Filteranlage. Das ist ein Drittel des zweiten Projektes, die Rutsche. Mhm. Die wird heute Nachmittag aufgebaut, da kommt ein Kran. Wir haben ja ein Freibad mit ökologischer Wasseraufbereitung. Das heißt, das Wasser wird über dieses Kiesbett gefiltert. Das ist 1,80 Meter tief und im unteren Bereich wird das Wasser wieder durch Pumpen in den Kreislauf eingebracht. Ab Mittwoch werden hier noch 2700 Schilfpflanzen gepflanzt von uns. Also wir haben hier eine ganze Menge an Eigenleistung gebracht. Habe ich ja vorhin schon erzählt. Wir sind ja eine Genossenschaft und haben auch einen Förderverein und haben 900 Mitglieder. Und davon sind eine ganze Menge sozusagen auch bereit, hier mit anzufassen, dass wir die Kosten so niedrig wie möglich halten. Schon im Vorfeld ist das im hohen Maße erfolgt. Also die ganzen Pflaster, die wir hier aufgenommen haben, die am Anfang, das ist alles durch Eigenleistung gemacht worden. Sozusagen Anfang letzten Jahres beschlossen haben, dass wir ökologisch sanieren, dass wir sanieren müssen, habe ich ja schon am Anfang gesagt, war klar. Die Frage war jetzt nur ökologisch oder konventionell. Wir haben uns Anfang letzten Jahres dazu entschlossen, ökologisch zu sanieren und Ende letzter Saison, die für uns eine Woche kürzer war, also ab 21.08. ist hier aufgehört worden. Und da nach dem Hundeschwimmen haben wir sozusagen angefangen mit unseren Arbeiten hier, diese Eigenleistung zu bringen. Und dann hat der Bau begonnen. Und ist dann auch bis zum Ende des Jahres im Bauzeitenplan geblieben. Anfang diesen Jahres sind wir ein bisschen rausgerutscht mit 4 Wochen Verzögerung. Sind jetzt aber wieder so, dass wir Ende Juli aufmachen. Also genau in 4 Wochen.